Und die kommen von dort. Wuff, 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 wuff. Keiner mehr da. Wer das wohl war? Hä? Hatsch! Alles in Ordnung, Chase? Ist nur meine Katzenhaarallergie. Katzen? Jetzt sieht das Beet wieder so schön aus, wie es war. Fertig! Ich habe den ganzen Müll eingesammelt. Und ich habe den Müll schon sortiert. Das habt ihr gut gemacht. Jeden Moment kommt der Prüfer und guckt, wie sauber es hier ist. Achtung! Oh! Oh nein! Der einzige Preis, den die bekommen, ist der für die schmutzigste Stadt. Sie müssen nicht traurig sein. Die Welpen räumen wieder auf. Aber das hat doch nichts genutzt. Spion Chase kommt der Sache auf die Spur. Ich brauche nur eine bessere Aussicht. Hast du schon was entdeckt? Bürgermeister Besserwisser spielt mit Kätzchen. Mit sehr frechen Kätzchen. Sie haben meine Spionbrille mit Matsch beschossen. Ich glaube, Bürgermeister Besserwisser hat den Müll in der Stadt verteilt. Und jetzt ist er auf dem Weg zum Wasserturm. Marshall, du fährst mit deiner Leiter zum Wasserturm. Marshall macht's. Wir treffen uns dort. Wuff, wuff. Seilrutsche. Wuff. Ich war auf der richtigen Spur. Die hecken tatsächlich etwas aus. Am Ende werden wir wieder den Pokal gewinnen. Wuff, wuff. Tapsi, dreh den Wasserhahn auf. Ich weiß, was Bürgermeister Besserwisser vorhat. Er will die Stadt überfluten. Rocky, kannst du das verhindern? Wenn Marshall mir hilft, auf den Wasserturm zu kommen. Leiter hoch! Hey, Pfoten weg von dem Wasserhahn. Oh, oh. Dreh ihn zu, dreh ihn zu. Das wird ja immer besser. Hilfe! Oh, oh. Chase, der Bürgermeister braucht uns. Alles klar. Wuff, Seilrutsche. Hilfe! Herr Bürgermeister, Sie müssen sich daran festhalten und runterrutschen. Und was ist, wenn ich abstürze? Das wird nicht passieren. Wir fangen Sie auf. Oh, oh, ich hab furchtbare Angst, runterzugucken. Herr Bürgermeister, Sie können die Augen jetzt ruhig wieder aufmachen. Oh, natürlich, ja. Ich wusste, dass ich nicht runterfallen werde und sicher hier unten ankomme. Marshall! Also, was soll ich sagen? Die Paw Patrol hat mich heute gerettet und ich glaube, ihr habt ein Dankeschön verdient. Sie und Ihre Kätzchen haben den Müll verteilt. Weil wir den Pokal für die sauberste Stadt gewinnen wollten. Das tut mir sehr leid. Wenn es Ihnen wirklich leid tut, dann helfen Sie uns jetzt sauber zu machen. Oh, danke sehr, vielen Dank. Ohne deine Hilfe hätten wir das nie geschafft, Ryder. Und ich hätte das nicht ohne die Hilfe meiner Fellfreunde geschafft. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ja, das stimmt. Ist das staubig da drin? Wuff, Seilwinde. Dann nehmen wir mal das Huhn an den Haken. Gut gezielt, Ryder. Hey, Emily! Oh, oh. Marshall, kletter rauf zu Henrietta und häng bitte den Rucksack an das Seil. Mach ich, Ryder. Ruh, ruh. Leiter hoch!
Und Marshall hoch. Hallo Henrietta, wir bringen dich gleich in Sicherheit. Rucksack ist eingehakt, Chase. Wuch, Seilwinde, hoch. Ich hab sie! Das Huhn ist gelandet! Henrietta, das kitzelt! Oh ja! Ja, hurra! Marshall, du bist ein Held! Sehr gut, Marshall! Komm drauf! Mein geliebtes Hühnchen, auch jetzt bist du in Sicherheit. Henrietta ist gerettet, aber mit der Adlermutter stimmt was nicht. Sie hört sich nicht glücklich an. Freunde, wir haben noch ein Problem. Die Adlermutter hat sich in einer Schnur verheddert und hängt am Nest fest. Eine Mutter, die nicht wegfliegen und ihr Baby füttern kann? Das ist ein Notfall. Sky muss zum Nest fliegen und den Adler befreien. Das wird ihr nicht gefallen. Ich weiß, aber der Adler braucht Skys Hilfe. Sky, wir brauchen dich. Was kann ich denn tun, Ryder? Eine Adlermutter hat sich in einer Schnur verheddert. Sie kann nicht wegfliegen und ihr Nest verlassen. Du musst sie befreien. Den Adler? Na gut. Flügel! Ja, ich bin der Flughund! Okay, Ryder, ich bin da! Hab keine Angst, Sky, du schaffst das! Siehst du die Schnur, die der Adler an der Kralle hat? Ich sehe sie, der Adler hängt am Nest fest. Wir müssen ihn unbedingt befreien. Schaffst du das? Ich werde es versuchen. Sei vorsichtig, Sky. Ruff. Ah! Oh je. Ah! Sky! Okay, neuer Plan. Chase, setz die Flugkamera ein als Ablenkung. Dann kommt Sky besser an den Adler ran. Oh! Gute Idee, Ryder. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, Kamera. Wuff, los. Jetzt bist du dran, Sky. Okay, auf geht's. Ja, juhu, klasse. Du hast es geschafft. Der Adler ist frei. Du und deine Hunde seid unglaublich, Ryder. Danke. Hilfe holen ist ganz leicht ein. Reicht. Sekunde. Der Adler ist frei? Meine Kamera. Sie sollte da lieber weg, Chase. Du auch, Sky. Bring dich in Sicherheit. Sky, geht es dir gut? Alles bestens, Ryder. Ich sehe mir nur das Adlerbaby an. Es ist so süß. Süß? Scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Ihr wart echt toll, Fellfreunde. Jetzt fahren wir zurück zur Zentrale. Na dann los! Danke, Ryder. Kein Problem. Henrietta, du hast dich bei den mutigen Hunden gar nicht für die Rettung bedankt. Oh, es wundert mich nicht, dass du Hunger hast nach der Aufregung, mein Hühnchen. Oh, runter! Oh, oh. Oh, Katzi, hör auf, ich sehe nichts mehr. Nein! Echt cool! Alle Leute hierher! Nein, dorthin! Nein, Moment mal! Kommt da weg, da wart ihr doch schon! Kein
keine Angst, Marshall. Ich komme zu dir. Kati, wie steuert man dieses verrückte Ding? Das weiß ich nicht. Ich wasche eigentlich nur Tiere in der Badewanne. Henrietta, kannst du mir vielleicht helfen? Dann muss ich das irgendwie ohne Hilfe schaffen. Oh, eine riesengroße Rocky-Schnauze. Wow, ein riesengroßes Sky-Auge. Wow, ein riesengroßer Sumamund. Das gibt's doch nicht. Das bin ja ich in riesengroß. Was ein Glück, dir ist nichts passiert. Der Abenteuerbuchtag ist gerettet. Hallo? Er ist noch nicht ganz gerettet. Wir hängen fest. Kati, lass den Quatsch. Ryder, irgendjemand muss die beiden retten. Wir brauchen Sky. So, die Fahrpatrone ist fest. Du kannst jetzt losfliegen. Wir sehen uns auf der Parade. Sky? Ja, Ryder, ich höre dich. Rocky und ich haben es geschafft. Ich kann was an den Himmel malen. Tut mir leid, Sky. Aber das muss warten. Ich brauche dich. Du musst Kati und Marshall aus der fliegenden Wanne retten, bevor sie runterfällt. Beeil dich. Alles klar, ich heb jetzt ab. Sky! Marshall! Puh, bin ich froh, dich zu sehen. Ruff. Halt dich fest. Mach ich. Ohne Pfoten. Ja, ihr seid wieder unten, genau auf meiner Fläche gelandet. Woo. Ja, endlich wieder auf der Erde. Katzi, ich bin so froh, du bist gerettet. Aber die Wanne fliegt immer noch da oben rum. Chase, bring die Luftballons mit deiner Tennisballkanone zum Platzen. Wuff, Tennisballkanone. Wuff, wuff. Sie kommt runter. Wuff, wuff. Achtung. Moment. Aufgepasst. Oh nein. Vorsicht. Ja, geschafft. Chase hat den Fall gelöst. Vielen, vielen Dank, Ryder. Und den Helfern auf vier Pfoten. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich glaube, wir können endlich mit der Abenteuerbuchtparade beginnen. Ja! Ja! Sky, du bist dran. Ja, ich bin der Flugboot. Ja! 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 Wenn noch immer Rauch aus dem Popcornhaufen kommt, muss noch eine heiße Kohle da drin sein. Aus dem Weg! Danke, Rubble. Da hätte ich mich nie durchfuttern können, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Ganz sicher nicht. Da ist sie. Wasser! Ich mach mir Sorgen um Henrietta. Weißt du, wenn sie zu viel Popcorn frisst, dann muss sie pupsen. Keine Sorge, wir finden ihr Hühnchen schon. Chase? Geht sofort los. Wuff! Kamera. Und Abflug. Herrje! Oh, finde mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Ich sehe nur Popcorn. Überall nur Popcorn. Jetzt habe ich sie. Oh, sie ist gesund und munter. Oh, oh, die Kamera kann Henrietta nicht wiederfinden. Oh nein. Du gehst besser rein und versuchst sie mit deiner Wärmebildbrille zu finden. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff.
Sie ist hier, aber wo? Wuff, Wärmebildbrille. Da ist sie, auf ins Popcorn. Wuff. Gefunden. Gut gemacht, Chase. Sie verliert Federn. Verlier sie nicht aus den Augen. Werd ich nicht. Na komm, Henrietta, folg mir. Au! Alles klar, wir kommen jetzt raus. Hurra! Henrietta, oh, zum Glück bist du in Sicherheit. Henrietta, dafür wirst du dich jetzt entschuldigen. Sie kriegt einfach den Hals nicht voll. Hab ich recht? Halt! Warte auf mich! Ryder, das Maisgrillen können wir wohl vergessen. Mais haben wir nicht mehr, aber dafür haufenweise Popcorn. Ich hab eine Idee. Bauer Alfred, was halten Sie davon, wenn wir im Labyrinth ein Popcorn-Festival veranstalten? Ja, die Idee finde ich gut. Dann machen wir das so. Rubble schiebt mit seiner Baggerschaufel das Popcorn zu großen Haufen zusammen und wir anderen füllen es in Tüten. Ja! Das Popcorn ist abgefüllt und das Labyrinth wieder aufgeräumt. Wir haben alle Kohlen gelöscht. Es raucht nicht mehr. Danke, meine Freunde. Danke, Ryder. Aber das haben wir doch gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder, dürfen wir uns jetzt Popcorn nehmen? Ich meine, Popcorn essen? Ihr dürft so viel Popcorn essen, wie ihr wollt. Das habt ihr euch verdient. Das schmeckt. Ja! Fang mich doch! Fang mich doch! Ist schon komisch, wie dick Maiskörner werden, wenn man Popcorn daraus macht. Entschuldigung! Ist schon komisch, wie dick Rubble wird, wenn er ganz viel Popcorn isst. Jetzt huste mal. Du bist erkältet, du hast Husten und du kannst bald nicht mehr sprechen. Du darfst nicht Theater spielen. Aber... Du brauchst Ruhe und musst viel trinken. Aber... Herr Jemine, ohne unseren Chase, das geht doch nicht. Wir können kein Stück über König Artus aufführen ohne einen Artus. Hey, vielleicht kann einer von den anderen für Chase einspringen. Aber ich will... Das ist eine gute Idee. Marshall. Was? Ja, nur du kannst das Ritterspiel retten. Aber was? Aber... Du kennst den Text von Artus und ich weiß genau, dass dir die Krone passt. Aber ich kann nur ein Ritterspiel. Chase sagt, du hast ihm beim Textlernen geholfen. Du schaffst das, Marshall. Wir helfen dir auch. Ja, du schaffst das. Chase, es ist besser, wenn du dich jetzt ausruhst. Kathi wird sich um dich kümmern. Aber... Oh. Jetzt sehe ich nicht das Ritterspiel. Nicht traurig sein. Ryder hat einen Plan. Ich begrüße Sie zum Ritterspiel. Hallo, Chase. Ryder? Wir dachten uns, dass du bestimmt gern zusehen willst. Ich muss nicht viel sagen. Ich präsentiere Ihnen König Artus und die Hunde der Tafelrunde. Es war einmal eine sehr tapfere Gruppe von Rittern. Ich bin Ritter Grabefehl. Ich bin Ritter Tauchetief. Ich bin Ritter Kratz mich gern. Oh ja, genau die Stelle. Ich bin Ritterin Flieg durch die Luft. Der mächtige Anführer der Ritter war der tapferste Ritter der ganzen Welt. Der tapferste Ritter der ganzen Welt. Marshall, was ist denn los? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn die mich so anstarren, vergesse ich meinen Text. Das macht nichts. Dann sage ich dir vor. Okay. Und ich bin Artus. Und ich bin Plattfuß. Oh nein. Ich meine, ich bin Artus. Seht nur, der Thron der Prinzessin. Er ist leer. Seht nur, der Thron der Prinzessin ist ein Bär. Ich meine, er ist leer.
Der Thron der Prinzessin ist leer. Und wer rettet denn nun die schöne Prinzessin? Marshall, du schaffst das. Fürchte dich nicht, Prinzessin. Artus und seine tapferen Hunde der Tafelrunde werden dich retten. Bravo, Marshall! Bravo! Bravo! Seht den Knochen, mein Freund. Er sieht köstlich aus. Wer es schafft, ihn aus dem Stein zu ziehen, der wird König. Hörst du die Prinzessin? Fürchte dich nicht, schöne Prinzessin. Du bist frei, schöne Prinzessin. Ja. Juhu! Tolle Leistung, Marshall. Ihr wart alle großartig. Ich bin stolz auf euch. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Keine Panik, Chicaletta. Mami holt dich da raus. Nebelhorn. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Links. Rechts, links, rechts, links. Jetzt bin ich verwirrt. Nach oben. Links, 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 links. Schwindelig, schwindelig, schwindelig. Wenn ich sehe, wie sie sich so drehen, wird mir ganz und ganz Bürgermeisterin Goodway, setzen Sie sich lieber und runden Sie aus. Eisbeutel! Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Chicaletta scheint eine Menge Spaß zu haben. Aber Zuma und ich bringen sie und die anderen lieber wieder sicher nach oben. Du hast vermutlich recht. Chicaletta sieht richtig. Was ist das? Was immer das ist, es ist riesig. Komm mit, Zuma. Gehen wir runter und sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Ich bin bereit zum Untertauchen. U-Mobil! Das ist eine Meeresschnecke und sie mag Captain Turbots Taucherglocke. Donnerwetter! Die hat uns voll in ihrem Meeresschnecken-Supergriff! Volle Kraft voraus, Zuma! Greifarm! Will sie jetzt Fang spielen? Also gut, geht los! Das ist unfair, sich einfach so auf die Glocke zu setzen. Aber wir sind schlauer als sie. Du weißt, was zu tun ist, Zuma. Wird gemacht, Ryder. Kille. Es funktioniert. Ziehen, Zuma. Schnell. Ich hab die Glocke. Meeresschnecken sind nämlich sehr kitzlig. Captain Turbot, wir haben Ihre Taucherglocke. Das ist spektakulär. Mal sehen, wie es den drei Ausreißern geht. Chicaletta, geht es gut. Ach, ich bin ja so erleichtert. Mir wird ganz hoppala. Das war knapp. Jetzt müssen wir die Taucherglocke nur noch zurück an Bord bringen. Alles klar, der Haken ist fast in Position. Oh nein, die Haltevorrichtung der Glocke ist weg. Ist auf der anderen Seite der Glocke nicht auch eine Haltevorrichtung? Ach so? Ja, CB, 45 Grad in Richtung Seilwinde drehen. In Richtung Seilwinde.
Die drei Ausreißer haben Sibis Schlafmodus aktiviert. Keine Sorge, Captain. Ich weiß, wer uns helfen kann. Greif an! Ich komme von hier aus leider nicht ran. Ich muss auf der Glocke stehen. Geschafft, Rocky! Holt mich bitte hier runter, solange ich noch knochentrocken bin. Na, das geht. Wir haben's geschafft! Ja. Ja. Tausend Dank! Meine geliebte Taucherglocke ist in Sicherheit! Gern geschehen! Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut. Aber vielleicht nicht alle gleichzeitig.